Hallo und herzlich willkommen zum neuen Turnier- und Liga-Update. Schön, bist du dabei. Ich bin Steffi und ich habe heute ganz viel Resultate zu allen möglichen Ligen und Games. Also bleib dran. Alles über E-Sports. Was die Szene bewegt, was dich bewegt. eSports.ch Powered by UPC. Letzte Woche hat die 5. Runde der Hearthstone Global Games stattgefunden und die Schweiz hat gegen Brasilien gespielt. Nach anfangs zwei Niederlagen hat es ein bisschen schitter ausgesehen, aber die Schweiz hat dann doch noch die Steuer umreissen und im Ace hat es dann ganz knapp mit ein paar wenigen Lebenspunkten. Ja, hat die Schweiz es noch geschafft, dass sie das Match noch gewonnen haben? Leider sind sie trotzdem draussen und können nicht mehr weiterspielen. Sie haben aber mit ihren zwei Siegen, die sie immerhin geholt haben, doch können beweisen, dass sie ziemlich stark sind. Wie man auch sieht, hier bei den Resultaten ist es wirklich sehr knapp geworden. Allein schon nur ein Sieg hat eigentlich gelangt, dass sie eine Runde wären weitergekommen. Abschließend kann man auf jeden Fall sagen, dass die Schweiz auf einem guten Weg ist. Am Samstag ist am Barstone auch noch ein bisschen mehr Hearthstone gespielt worden. Und dort hat der Dark gegen seinen Silent-Kollege Hoffmann in einem ganz knappen 3:2 doch noch gewonnen. Die zweite Woche der Acer Predator Dota League ist vorbei und folgende Matches sind gespielt worden. Bubbles United hat gegen In For The Feed verloren. Silent Gaming hat gegen Team Dumpster gewonnen. Honey hat Working Class Heroes geschlagen. Und I Want Your Meat hat Gem of Truthside besiegt. Das Spiel von My Insanity gegen Honeyman ist noch offen und wird heute Abend Menti nachher geholt. Werfen wir mal einen Blick auf die Tabelle und schauen, wie so die Standings mittlerweile aussehen. Auf dem ersten und zweiten Platz sind Silent Gaming und I Want Your Meat mit jeweils 6 Siegen. Und ja, wie ich vorher schon gesagt habe, da My Insanity und Honeyman ihr Spiel noch offen haben, werden sich da noch ein paar Sachen verändern. Wenn euch aber die Streams, also die Spiele interessieren, sie werden jeweils auf dem Twitch-Kanal von Lions King gestreamt. Also schaut dort mal vorbei. Am Wochenende haben die Playoffs von der Pre-Fire LoL-Liga stattgefunden. Am Samstag sind Viertel- und Halbfinale gespielt worden und im ersten Halbfinale sind Lausanne eSports gegen Arctic Moon antreten. Lausanne eSports hat überraschend dort gewonnen und im zweiten Halbfinale hat LVT My Insanity geschlagen. Am Sonntag sind dann also die zwei welschen Team LVT gegen Lausanne eSports antreten. Und Lausanne hat mal wieder unter Beweis stellen, wie gut dass sie haben gewonnen und 500 Franken können mitnehmen konnten. Und natürlich haben wir vom Wochenende die besten Plays für dich. Wow, that's nice. At least stayed a little bit too hard. And there is Bando. Now Romedy Gaming is getting a little bit cocky. Greenfire though goes low. Bando is, I mean, he's 7-2. He just 1v5 this year, and there is another one going down. Does he get a third one? Is it possible? Yes! Does he get a fourth one? And there it is! This is the quadra kill! He just solos the whole My Insanity team. Or do they actually just go for the base? Is this what they're trying? Go just for the fight. But there it is! This is probably the last fight we're gonna see, and the crocodile dies. LVT is really not looking great here. The barrels dealt so much AoE damage and they're falling apart. Vis-a-vis is now chasing down the last stragglers. 2 inhibs are down, but 2 people are dead already. Son of Arin dies too, and now Pride is chasing Quick, fighting a 2v1, but it's to no avail. And Quick also goes down. Now it's just the bot lane duo. Can they manage a knock up? Maybe he can trigger? Yes! Oh, that's really nice. Kalista is doing some really big work. But there was a GA on Pride, obviously. That means Ace. And Ace also means TP to the mid lane. And I think Ace, this is it. This will be it. This was the last fight. Am Samstag hat Pre-Fire Rocket League Summer Cup stattgefunden. Und im Finale sind sich die zwei welschen Teams, Servet Geneva eSports und Lausanne, gegenüber gestanden. Und Servet Geneva eSports hat
Lausanne in einem Best of Five regelrecht mit einem 3:0 überrennt und 125 Franken dürfen mitnehmen. Am Samstag hat der 10. und letzte Offline-Qualifier für die FIFA-Schweizermeisterschaft in Oftringen stattgefunden. Und gewonnen hat der Dusan Umjenovic gegen Triton Arifi vom FC Pristina Bern eSports mit einem 2:0 in der Verlängerung. Und damit hat er sich für das Finale an Swiss Toy in Bern im Oktober qualifizieren. Es gibt übrigens noch eine andere Möglichkeit, wie man bei dem Finale der FIFA-Schweizermeisterschaft dabei sein kann. Und zwar finden in den nächsten paar Wochen noch 6 Online-Turniere statt. Wenn du dich also dafür interessierst, gehst du am besten auf gameturnier.ch schauen. Am Samstag hat der 2. Qualifier vom CSGO Summer Cup stattgefunden. Und SBG und Beyond Your Dream konnten sich für das Finale qualifizieren, wo übrigens hier vor Ort bei uns in den Studios im Frau Gerolds Garten werden stattfinden. Nächsten Samstag. Und außer diesen 2 werden auch noch Swiss Finest und Size Matters um den ersten Platz kämpfen. Wir drücken die Daumen. Das war es mit dem Update von dieser Woche. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und du kannst uns natürlich wie immer Feedback schreiben. Entweder in den Kommentaren oder auf info@esports.ch. Egal, um was es geht, hat dir etwas besonders gefallen oder etwas gar nicht oder haben wir etwas vergessen. Lass uns auf jeden Fall Bescheid da und dann bis zum nächsten Mal. esports.ch Powered by UPC.